Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Krieg gegen Lissabon, also gegen Portugal. Wir haben begonnen, Portugal anzugreifen, und zwar um Goa zurückzuerobern. Das gehört immerhin auch zu uns. Und wir wollen schließlich ganz Indien erobern. Und nachdem wir noch einen, einen Waffenstillstand gegen Großbritannien haben und unsere Infamie relativ hoch ist, hoffe ich einfach, dass wir diesen Krieg, der uns keine Infamie kostet, relativ schön über die Runden kriegen, indem wir da einfach die portugiesischen Kolonien besetzen. Und nachdem wir die besetzt haben, werden sie schon nachgeben und uns Goa einfach geben, hoffe ich. In der Zwischenzeit besetze ich meine Küsten. Oh, geh gleich weiter nach. Na, okay, geh nach Vila und du gehst weiter nach Karachi. Meine Küsten. Außerdem geben wir wieder Geld an die. Ach so, nein, das ist gar nicht gut. Frankreich will ich gar nicht. Gegen die will ich ja noch mal Krieg führen. Ach schau, Österreich ist nicht rausgeflogen aus dem. Aus dem. System, oder? Doch. Bayern übernimmt wieder den 8. Platz. Das ist gut, dass Bayern das übernimmt, weil sonst wird vielleicht noch Deutschland gegründet. Das wollen wir doch alle nicht, dass Deutschland gegründet wird. Yes. Auch gut. So, ihr fahrt zurück nach Karachi. Und dann schauen wir mal, ob wir da noch irgendwelche Sachen holen können. Wo sind die Portugiesen hin? Da war ein portugiesisches Schippernackel. Ich nehme mal an, dass Portugal bei weitem hinter mir ist, was die militärische Forschung betrifft. Die haben eine Alphabetisierungsrate, die weit hinter meiner liegt mittlerweile. Das heißt, die haben sicher nicht so weit sich entwickelt. Der indische rote Stern in Lahore wurde eine neue Tageszeitung geboren, ja, was auch immer. Alle Oberschicht in Indien oder alle Unterschicht in Indien? Mehr Sozialisten. Auf nach Tanga. So, ihr steigt auf. Wir fahren wieder da nach unten. In die Sansibarstraße. Hoffen, dass uns kein Portugiese über den Weg läuft. Dar es Salaam. Okay. So, Freunde, ihr könnt jetzt eigentlich in Tanga landen dabei. Nach Sansibar. Wir sind noch immer bei 0%. Ist ja süß. Das wird nie was. Wenn es in dem Tempo weitergeht. Das
Problem ist, ich kann nicht einmal irgendwie Punkte durch Kämpfe gewinnen, weil offensichtlich haben die nichts, was sie mir schicken könnten. Gott sei Dank ist das indische Imperium noch relativ übersichtlich. Bei großen Imperien ist das immer ganz fürchterlich. Irgendwelche Unterstützung für Reformen suchen. Haha, nix da. Sachmindestlohn könnten wir durchprügeln. Das prügeln wir doch glatt durch die Kammer. Ausgezeichnet. Mehr so Kolonialprestige, auch nicht schlecht. Und Bayern ist jetzt eine Großmacht wieder, auch gut. So, auf nach Lindi. Oder geht gleich nach Ibo. Wenn die in Sansibar fertig sind, werden sie nach Lindi weitergehen gleich. Hopsi. Wir haben Portugiesen gefunden. Nicht einmal schlecht vorbereitete Portugiesen. Ausgezeichnet vorbereitete Portugiesen sehe ich gerade. Ah, Gott sei Dank gedankt. Sie haben ein wenig Schiss gekriegt, wie die zweite Truppe gekommen ist. Ah, die gehen schon darüber. Sind wir schneller als die drüben? Jo, yes, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Jetzt werden wir dort angegriffen. Und da wir angegriffen werden, sollten wir stark genug sein. Boah, die haben einen plus 3er General. Hm. Okay. Mit denen kann man nicht nachgehen. Aber mit denen können wir natürlich nachgehen. Und hoffen, dass sie sich nicht erholen in der Zwischenzeit. Ja, wir haben sie noch vor Beginn des nächsten Monats erwischt. Ah, in der Verteidigung sind sie schwächer. Gut. Das dazu. Hey, wir haben 3%. Frieden vorschlagen. Sie würden dieses Angebot nicht annehmen. Na dann noch nicht. Mhm. Das Repetiergewehr. Hm, was machen wir als nächstes? Mehr Moral, mehr Industrie, Halbautomatisierung, mehr Industrie. Gut, mehr Großmächte, freundlich stimmen. Ja, ihr habt mich doch alle gern, nicht wahr? Quantentheorie. Wow. Nochmal einen Prestigegewinn. Das haben wir eh schon mal gehört. Alles. Auf jeden Fall haben die Portugiesen mehr Widerstand geleistet als das letzte Mal die Briten. Da
Das muss man ihnen auf jeden Fall lassen. So, wie schaut das aus? Wir sind bei 3%. Wollte mal Frieden. Nein, sie werden nicht annehmen, ist eh klar. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. So, wir werden die Küste weiter belagern. An und für sich würde ich denen ja auch gerne eine Kolonie wegnehmen, aber das wird meine Infamie noch weiter raufbringen und ich bin mir nicht sicher, ob die Kolonien so viel wert sind, dass ich möglicherweise fürchterliche Kriege über mich ergehen lassen könnte. Und da so rund ums Zanzibar vielleicht. Das wäre noch relativ nah bei uns zu Hause. Hm? Ah, 30.000 Brasilianer. Die müssen wir natürlich auch begegnen in irgendeiner Form. Wir machen zuerst einmal da die Belagerungen und dann bringen wir ein paar Truppen rauf. Wir sind mehr, wir sind schneller. Wir belagern gleich zwei Provinzen, während die oben eine belagern oder sowas in die Richtung. Liegt vielleicht auch daran, dass die alle keine Forts hier haben. Nein, wir arbeiten schlauer. So, jetzt haben wir die Küste gleich vollkommen unter meiner Kontrolle. Ah, okay. Ausgezeichnet. Wir machen wirklich zwei circa, während die eine machen. Das sollte im Endeffekt dazu führen, dass sie... nein, wir können... Stopp, stopp, stopp. Existenzialismus. Ausgezeichnet. Meinung steigern. Hey, wir sind vertraut in Kolumbien. Meinung senken. Von Russland. Kiva. Sinken von Russland. Ausgezeichnet. Mal gleich in Russland wieder investieren, um die Beziehungen zu verbessern. Und in der Zwischenzeit machen wir hier weiter. Oh, Burundi ist auch portugiesisch, sehe ich gerade. Wir haben doch nicht die ganze Dings unter unserer Kontrolle. Dann machen wir weiter gleich Richtung Burundi. Das sind nämlich die guten Gebiete. Die haben relativ viele Einwohner. Okay, die sind circa gleich schnell wie die
wie die Portugiesen. Ah, da oben sind 12.000 Portugiesen. Vielleicht werden wir dann doch langsam aufhören, da unten rum zu tun. Fahren wir mal nach unserem Peak. Beziehungsweise, warte mal. Fahren wir mal nach Goa. Machen wir dort die 30.000 ab. Und fahren wir da weiter rüber und schauen, ob wir die 12.000 Portugiesen da nicht erledigen können. Die haben doch relativ viel Kolonie. Durban. Ist okay. Solange wir nur gegenseitig die Kolonien erobern, ist das alles nicht so schlimm. Was haltet ihr davon, dass wir Frieden schließen? Wir kriegen Goa und ihr kriegt euren Frieden von mir. Nein? Na gut. Dann machen wir weiter. Oh, die fahren jetzt mal da hier. Ich hoffe einfach, dass sie schnell genug dort sind. So, aber jetzt haben wir die ganze Küste und die ganze ostafrikanische Küste eingenommen. Das ist gut. So, das heißt, wir haben da jetzt wieder etwas Industrie gemacht. Wir machen wieder etwas Armee. Sozialisten. So, jetzt haben wir fast die gesamte Kolonie erobert schon. Portugiesisch Afrika, Angola hätten wir da natürlich noch, aber um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, ob das so interessant ist. Auf jeden Fall wäre es interessanter da mal. Portugiesen loszuwerden. Und das scheint ja auch zu funktionieren, weil freundlicherweise die Brasilianer da nicht rübergekommen sind. Na, das möchte ich mir jetzt anschauen, was ihr da macht. Brasilien, wenn ich da stehen bleib. So, wir holen uns da dann diese 20.000. Die sollen darauf fahren und uns helfen, Brasilien zu entsorgen. Ist okay. Auf noch. Ah, da geht nach Massawa. Ah, ich dachte, die brauchen länger als wir. Verdammt. Gibt's das?
Ach, wie. Ich wollte ihn doch gar nicht angreifen. Aber wir haben relativ gut durchgegriffen. Gut, wir hoffen einfach, dass die da sowieso nicht gescheit. Sich da sowieso nicht gescheit regenerieren können. Das heißt, wir kümmern uns mal um die Rückeroberung. So, jetzt sind wir schon bei 11%. Was sagst du? Sie würden dieses Angebot nicht annehmen. Na super. Müssen wir noch mehr von euren Leuten töten. Finde ich nicht in Ordnung. Botschaft wird belagert. Uns erreichen Nachrichten aus Kiva, dass die lokale Herrscherelite unsere Botschaft des Landes verwiesen hat. Was? Das ist ein Satellitenstaat von uns. Atmosphäre aufnehmen. Okay, nein, 20 Prestige lassen wir nicht auf uns sitzen. Gott sei Dank haben wir bei Kiva. Letztens. Russland wird da rausgeworfen, das heißt, die werden nicht intervenieren. Auf in den Krieg. Unglaublich. Aus Luxemburg wurde uns folgendes Event-Ereignis berichtet. Event Name 19356. Das ist interessant. Auf jeden Fall besser als man denken würde. Schauen wir mal, was sie dazu sagen. Die Kiwesen, Kiwaner. Komm schon, Portugal. Biet mir einen Frieden an. Immer noch. Wir wollen Bewusstsein. Ja, das war abzusehen. Aber solange es nur die sind, ist es jetzt nicht ganz so dramatisch. Ich glaube, gegen die werden wir auch noch klarkommen. Oder vielleicht auch nicht. Jetzt haben wir schon 3 Kriege. Okay, aber ich glaube jetzt. Kommt schon. Frieden vorschlagen. Nicht annehmen. Ach Gott. Da waren 9000. Wieso nicht? Das habe ich total vergessen, dass da noch Leute sind. Gut, also gegen Kiva sollten wir zumindest gewinnen können. Warte mal. Wir haben...
können wir das nicht belagern, weil Kiva ein Satellitenstaat von uns ist. Kann das deswegen sein? Wir sind gar nicht im Krieg mit Kiva. Kiva hilft uns in dem Krieg. Okay, gut. Das war jetzt etwas irritierend. Aber es ist noch nicht mehr in unserer Einflusssphäre, oder? Kann das sein? Mir wäre es irgendwie recht, wenn wir unter 25 bei der Infamie kommen würden. Weil ich habe da fürchterliche Panik, dass mir irgendein großer Staat den Krieg erklärt, wenn die Waffenstillstände aufhören. Ausgezeichnet. Ja, klar, habt schon recht. Was sagt ihr zu Frieden nicht annehmen? Mein Gott. Wir brauchen nur einen 1%igen Warscore. Wir haben jetzt einen 13%igen. Könnten wir bitte diesen Krieg beenden? Nichts bleibt einem vergönnt. Was man mal gegen diese dämlichen Holländer auch noch zur Lage zu Dings ziehen. Das sollten wir ja wohl schaffen irgendwie. Feiglinge, bleibt hier. Bleibt stehen, ihr Feiglinge. Und weiter. Ausgezeichnet, wir haben sie erwischt. Oh, das ist nur Kavallerie. Ausgezeichnet. Sind wir gegen die Kavallerie fertig? Ich hoffe schon. Schaut gut aus. Kampf schaut gut aus. So, Kavallerie ist jetzt nicht mehr wirklich gut. Im auf nach Nakuru. So, irgendwas können wir jetzt steigern. Wir sind wieder vertraut mit euch. Gegen die wollen wir sowieso nur einen Status Quo erreichen. So, dann machen wir da weiter und gehen mal Richtung Voi. Gut. Was ist mit euch? 14% haben wir jetzt. Wie wäre es mit Frieden? Nicht annehmen, naja. Ihr wisst einfach, dass wir zu viele Kriege führen und dass wir das nicht weiter ausführen können. Aber ich würde jetzt tatsächlich meine Flotte langsam nehmen und nach Portugal fahren. Wenn ich nicht da Probleme hätte, die Niederlande zu erledigen. Und wieder ein bisschen
war. Komm hier, mein Freund. Warte mal, aber vielleicht will ich ja Brasilien aufhören. Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach. So, Frankreich. Beziehungen ver. Na, brauchen wir nicht. Haben wir gute. Haben wir auch gute. Verbessern wir trotzdem. Russland brauchen wir noch viel, viel bessere. Wir brauchen sie auf 230 oder so irgendwo. Bayern ist uns egal. Mhm. Italien wäre wichtig, dass er uns gut gelaunt ist, aber das ist uns eh. Oder? So, was machen wir da? Garissa? Nein, Nairobi holen wir uns als nächstes. Nairobi. Da wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir da irgendwas erobern könnten, aber eigentlich will ich das nicht. Aus dem Ruder. Schutztruppen zu organisieren. Das ist Belutschistan. Belutschistan ist egal bei den Beetle-Truppen, bei den Beetle-Leuten, die dort wohnen. So, gibt es außer diesen Gebieten, die ich da jetzt gerade an mich reiße, noch andere niederländische Gebiete, die ich relativ einfach erobere? Andererseits, da gibt es hier noch einen Haufen zum Erobern. Eigentlich nur noch die Niederlande selber, nehme ich mal an. Ah, Holländisch-Asien. Puh, bist du wahnsinnig, das ist aber groß. Die haben aber echt viel kolonialisiert da. Das ist eine Monster. Eine Monster Power Holland. Na, das wird lang dauern, dieser War of Containment. Wir werden nichts mehr anderes machen als Kriege führen hier. Sonst schaut so aus. So, weiter Land einwärts. Wir könnten natürlich versuchen, durch Persien durchzukommen. Oh, da sind viele Truppen. Ha! Und wieder haben wir hier einen Haufen elende Truppen. Portugal ist da auch dabei. Ah, das ist gut. Das heißt, wir werden da jetzt dann, wenn wir das da haben, diese drei Armeen raufholen. Und langsam, aber sicher Portugal weiter töten. Gut, passt. Du gehst nach Hara. Nein, du gehst nach Hara. Du gehst nach Zela. Mehr Bewusstsein.
Du gehst nach Werder. Ah, in Württemberg ist der Faschismus entstanden. Na toll. So, wohin gehen die jetzt? Die gehen nach Zela. Das heißt, wir werden da jetzt mal... darüber gehen. Und einmal ein paar... Holländer töten. Dann werden wir das gleiche mit den Portugiesen machen. Und dann beschäftigen wir uns mit den lustigen Osmanen. Ich glaube, wir können da schon mal reingehen. Gut. Auf nach Djibouti. Na, Gott sei Dank, das sind nur Bauern. In welche Richtung gehen die? Nach Aden? Echt jetzt? Feiglinge. Puh, da sind ganz schön viele Osmanen da. Und noch mehr. Warte mal, am 14. Oktober. Bleib da mal stehen. Und jetzt haben wir da ein paar dran. Haben wir mal 40.000 Osmanen, die wir da mal erledigen können. 30.000 bleibt mal da stehen. An und für sich sollte das kein Problem darstellen, nachdem die da über den Ozean drüber gehatscht sind. Ah, die haben ein paar. Die haben ein paar niederländische Helferlein dabei. Gut. Gott sei Dank gedankt. Diese Truppen sind alle extrem schwach. Wir haben da 50.000 getötet. In welche Richtung? So, 22.000. Gehen wir mal daher. Djibouti gewonnen. So, wie schaut das aus? Wir haben 17%. Frieden vorschlagen. Fortfahren. Gut. Goa. Gehört uns. Frieden vorschlagen. Nicht annehmen. Naja, das war abzusehen. Ab. Gut. Auf nach Asmara und dort holen wir uns den Rest von diesen Truppen. So, ihr fahrt jetzt mal nach Djibouti. Ausgezeichnet.
Da ist eigentlich nichts mehr, was übrig geblieben ist. Oh, das sind ja noch einmal 30.000. Die sind da einfach da drüber gegangen. So, das heißt, wir müssen da diese Truppen auch langsam bewegen. Sagt sie mir, warum ihr nicht übers Meer auf mich zukommt? Sondern durch Russland. Wer lasst euch da überhaupt durch? Ach, wie unglaublich. So. Das hätten wir auch erledigt. Hier geht's mal daher. Gut, und ihr kümmert euch um diese Truppen hier. Wunderbar. Außerdem erhöht es die Beziehungen zu irgendjemandem. Ausgezeichnet, und da haben wir jetzt ein paar niederländische Truppen auseinandergenommen. Das heißt, wir können wieder beginnen, das Hinterland zu erobern. Ja, du gehst gleich daher, das ist gut. Och du, mein Freund. Du gehst daher. So. Jetzt haben wir noch den Krieg gegen die Niederlande. Und die verlieren eh eine Schlacht nach der anderen. Gott sei Dank relativ schwach sind technologisch, weil ihr einfach nichts in Alphabetisierung investiert habt. Schwämme. Geschieht euch recht. So, du gehst mal daher. Sozialisten steigen. Die Schlacht von Merv haben wir auch gewonnen. Und wir haben eine neue Technologie. So, wie viele sind das? Das sind 9.000 und wir sind noch 18.000. Aber die gehen nach Aschgabat, wo ich ihnen nicht folgen kann. Oder? Nein, kann ich nicht. Das heißt, was ihr macht, ist, ihr geht's nach Balk und ihr geht's nach Merv und werdet dann da weiter hinten diese 14.000 erledigen. Gut, machen wir Infiltrierung. Nachdem wir jetzt einen Haufen Kriege führen, werden wir da auch weitermachen in diese Richtung. ...45.000 Mann, die meisten davon Infanterie. Oh, das ist nett, dass du da 5.000 Leute herstellst, die wir töten können. Okay, okay. So, ihr sagt mir schon, wenn der Nächste da angreift. Das sind
sind das indische Nationalisten? Könnte es sein, dass wenn die... könnten sich die unabhängig erklären von Großbritannien vielleicht? Boah, Balk. Sabotage, was? Wir pissen lieber die. Wow. Gar nicht gut, gar nicht gut. Das haben wir nicht klug gemacht. Na, du gehst mit daher. So viele, so viele. Einmal nach Boa und du gehst nach daher. Ach, wie. Jetzt haben wir schon einen minus 21. Was ist? Frieden? Gut. Ausgezeichnet. So, du gehst daher. Du gehst daher. Du gehst daher. Wir müssen euch nämlich wieder rüberschippern. Gott sei Dank. Ich habe schon befürchtet, ich werde diese eine Truppe verlieren. Du gehst daher. Die 10.000 bleiben da. Und die gehen nach Faisalabad. Die 18.000 gehen wieder hier an die Front zu Großbritannien. So, damit haben wir unsere ersten Bad Boy Wars gewonnen. Und du gehst auch an die Front zu Großbritannien. Die Niederlande hat einen auf den Deckel gekriegt und wir haben Prestige gewonnen. Ausgezeichnet. So, können wir Truppen ausheben? Natürlich können wir Truppen ausheben. Bist du deppert? 180 Regimenter? Irre. Okay, Herrschaften, an dieser Stelle mache ich Schluss. Ich werde in der Pause bis zum nächsten Mal noch ein paar Regimenter ausheben jetzt. Ein paar ist gut. Bist du wahnsinnig? 183, da können wir... Da können wir 10 Armeen bauen draus. Wow, nicht schlecht. Freut mich jetzt schon. Und das nächste Mal werdet ihr nur noch vor die Tatsachen gestellt, dass wir diese Armeen haben. Beziehungsweise, dass wir sie quasi mal aufgestellt haben. Okay, bis dahin. Wünsche ich euch noch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.